Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Profit. Yeah, und heute Prüfung Numero Dos, also 3, ne? Prüfung 3 in Arenas Nest. Ich bin wollte ich bis zur Hälfte machen und dachte noch, ja, da kommt gleich noch was, aber es scheint nicht so, als wenn da jetzt noch Gegner kommt. Außer unser Endboss, den wir gleich noch erledigen wollen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Bis jetzt ging ja mal alles gut. Wie gesagt, es ist nichts Spannendes. Es war echt mega langweilig, eintönig, die ganzen Viecher hier einfach nur zu killen und durchzurushen sozusagen. Ich habe das Ganze auch alleine gemacht, weil es funktioniert gut alleine und warum sollte ich mir jetzt da noch eine Mühe machen, irgendwie eine Gruppe zusammenzusuchen oder whatever. Oh, es kommt doch noch ein paar. Aber nur ein paar. Gut. Ich dachte, das war schon. Wäre auch echt mega langweilig geworden. So. Numero uno. Mega krass langweilig geworden. Hätten sie hier jetzt nichts mehr gemacht. Gut, wäre aber auch ein ziemlich kurzes Video gewesen für heute. Aber alles gut, alles gut. Wir können ja hier noch ein paar Dragons killen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte erst einen und dann den nächsten, aber okay. Machen wir beide gleichzeitig. Ist auch real. So. Machen wir kurz mal hier Heilung. Lassen wir uns mal kurz hochheilen. Das ist ein ziemlich mega Projekt. So was für mich so angeht. Also so ein Projekt, dass man jetzt hier hintereinander weg Dungeons durchmacht und so weiter. Gab es bis jetzt noch nicht. Und ich glaube, die erste Prüfung war vor einem Monat oder so. Also ist schon mega lange her. Und da ist das für mich hier schon ein mega krasses Projekt. Und ich freue mich auch, dass ich das hier gerade so ziemlich gut durchziehe. Bin gespannt auf Prüfung 4. Und ob wir die dann schaffen, dass wir dann auch unsere Drachengottmeisterschaft-Skills irgendwie mal bekommen und machen können. Das wäre natürlich awesome. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, hier können wir uns mal ein bisschen hochheilen. Dauert mir sonst zu lange. Komm mal her! Komm mal her! Ran hier auf den Meter! So, geht doch. Ganz einfach. Ganz einfach. So. Der ist auch down. So. Ich glaube, das war's. Bin mir aber nicht zu 100%ig sicher. Ich glaube aber. Und ich muss. Warte mal. Ah, verdammt, jetzt habe ich mich natürlich noch eingeblendet. Sich jetzt nur über das Optionsmenü. Warte mal. Systemeinstellungen. Nein, Quatsch. Abbrechen. Benutze Oberfläche. Bestätigen. Nein. Nö. War falsch. Ich wollte eigentlich, dass ich selbst. Weil ich alle Spieler selbst. So. Jetzt? Auch nicht. Achso, das war. Warte mal, war das nicht irgendwie. Mal hier, machen wir da einen Haken wieder ran. Hier hab. Ja. So. Fortfahren. Ah, da war's. So. Weil ich finde das Viech hier extrem geil.
Jetzt will ich das wenigstens so haben, dass ich mir das nachher als Screenshot mal rausholen kann, bevor es mich angreift. So, und jetzt holen wir uns Dragon One. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich... Wow! Alter! Ich stehe die ganze Zeit gestunt, oder was? Ich hab den noch kein bisschen neben abgezogen. Okay, aber Mangmaok macht auch nicht gerade wirklich viel Schaden. Ich weiß nicht, was der da veranstaltet. Alter. Wir haben ihm schon mal die Hälfte abgezogen. Ist gar nicht so schlecht. Yes! Wuhuhu! Alter! Was hat denn der hier an fette Beute? Brauchen wir nicht. Schulter. Ja, ich habe gerade meine Stoffrüstung. Das ist natürlich doof gelaufen. Warte mal, das nehmen wir mit. Dann machen wir mal kurz Alt-R. Dann haben wir nämlich die leichte Rüstung an. Und dann können wir nämlich checken, dass wir die nämlich mitnehmen. Und directly gleich anlegen. Das müssten die hier gewesen sein, richtig? Richtig. So, dann haben wir die nämlich gleich angelegt. Leichte Rüstung, Set verändern, zuweisen und speichern. Weil sonst hat's ja keinen Sinn. Ne? Ne? So. Viech haben wir besiegt. Magmoros ist wieder weg. Und ich sag euch, hier hinten ist einfach absolut nichts. Das ist einfach nur Land. Brachland. Quest haben wir auch fertig. Gut, können wir wieder aus dem Dungeon raus. Das war's eigentlich schon. Ja, das war Prüfung 3. Ihr müsst in den Dungeon rein auf Abenteuer, also auf der zweiten Schwierigkeitsstufe rein. Und alles, was euch in die Quere kommt und mindestens feindlich ist, niedermachen. Und dann halt zum Schluss den Endboss. Und dann seid ihr auch schon fertig. Also es ist jetzt nicht großartig schwierig oder so. Aber es ist halt immer so eine Sache, wo man... Ne? Und so. Das ist halt nicht so einfach. Aber nun gut, ich meine, ich finde es jetzt auch nicht verkehrt oder so, dass man das hat. Dass man sowas machen muss. Weil ich bin ganz ehrlich, ich würde sonst das nicht mehr machen. Ohne Scheiß, ich würde es nicht machen. So, wir müssen nach Ateitsche zurück. Da ruckelt es immer so schön. Ich weiß nicht, aber das ist so ein Ort. Es ist egal, wo ich in Ateitsche bin. Ob beim Gehege verweilt, da ob irgendwo anders. Es ist immer das Gleiche. Die Frames per Second sacken sowas von dermaßen ab, dass es einfach ruckelt. Deswegen war ich damals froh, wo wir hier raus waren und wir hier nicht nochmal hin mussten. What did you need? Ihr merkt schon, wie das hier einen abzieht. Und ich weiß auch nicht, wieso. Es hat so ein... An manchen Stellen erhöht sich das. Ist vielleicht, weiß ich nicht. Mein Rechner ist ja auch eine Katastrophe, davon abgesehen.
So. Das gebe ich ihm besiegt. Agnus und Zazipin besiegen der Kampfbar. Genau. Das ist Prüfung 4. Die wir aber erst am. Jetzt muss ich kurz überlegen. Donnerstag machen. Ja. Ja. Wir machen die auf alle Fälle Donnerstag. Ich meine, da könnte das Video aber leichte Überlänge kriegen. Vielleicht so wie letzte Woche Montag. Ich weiß es nicht. Weil wir müssen Dungeon machen und dann nochmal zwei zusätzliche Drachen killen. Ich weiß es nicht. Vielleicht dauert es auch nur, keine Ahnung, 2 Minuten pro Drache oder so. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Aber wir werden es definitiv machen. Und danach, wer es noch nicht weiß, was wir die ganze Zeit hier für einen Scheiß machen, wollen wir die Drachengottmeisterschaften endlich freischalten. Damit wir hier geilere Skills haben. Weil erstens werden unsere echt langweilig gerade. Aber mega langweilig. Und zweitens, naja. Ne? Und so. Und ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ohne Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Warte, lasst mich mal. Lasst mich doch einfach mal gucken. Wir hier, komm. Teleport, wir haben noch einen kostenlosen. Was soll's, hau rin! Man hat übrigens, für alle, die es auch noch nicht wissen, es gab erstens letztens einen ziemlich großen Patch, so wie ich das gelesen habe. Ich habe jetzt allerdings nicht die Patch Notes vor mir, da ich gesagt habe, wir machen eh jetzt erstmal die Prüfung, da brauchen wir die Patch Notes nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Patch Notes geholt. Da hätte ich euch wenigstens ein bisschen erzählen können, was geändert wurde. Aber es wurden irgendwie 2 Charaktere ins Spiel implementiert, die echt mega krass aussehen sollen. Ich weiß nicht, was die machen. Soweit bin ich noch nicht vorgedrungen. Aber die sollen echt mega krass aussehen. Und sollen hier irgendwie wild in der Gegend irgendwo überall rumfliegen. Und naja. Gucken wir mal. So, jetzt wollte ich mal gucken. Da müssen wir hin. Na, Halleluja. Das liegt doch gleich um die Ecke, ne? So. Und ich würde sagen, auch wenn ich gerade keine Themen habe oder sonstiges, wir machen uns auf den Weg und irgendwann werden wir dann sagen, shit happens, wir machen Feierabend für heute. Wir gucken uns hier noch ein bisschen Gegend an, ne? Das ist ja auch immer was ganz Tolles. Ich meine, ich muss ja ehrlich sein, für ein Free-to-Play sieht meiner Meinung nach Dragon's Profit gar nicht so schlecht aus. Klar, es sind jetzt keine High-End 3D-Texturen, sondern eher so eine, wie nennt man die, Fototexturen oder sowas? Ich glaube Fototexturen. Aber es stört mich nicht. Ich finde es geil. Es macht Spaß. Sonst hätten wir nicht knapp 270 Folgen. Naja. Läuft, würde ich sagen, ne? Läuft. Wir fliegen jetzt hier so ein bisschen durch die Paris. Und dann sehen wir uns am Donnerstag oben beim Fluchturm wieder und werden uns auf die Schnauze hauen lassen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Wer weiß, wer weiß. Und dann haben wir die Drachengottmeisterschaften und dann gucken wir weiter. Dann können wir wieder ganz normal weitermachen. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen was. Das ist natürlich blöd, wenn man sagt, ey, ich mach doch was anderes, Alter. Nicht immer nur dasselbe, ey. Aber das, wir kriegen, das machen wir schon. Das machen wir. Natürlich. Ne? So. Und somit
aus meinem nicht vollständigen Sätzen und eigentlich nur Gehirngrütze, die gerade rauskommt, zu einer Gehirngülle. Ist aber echt wirklich, es ist heute echt schlimm. Verabschiede ich mich. Wir sehen uns am Donnerstag zu Dragon's Profit in der vierten Prüfung wieder. Und wenn euch die Videos gefallen haben, gebt ein Däumchen, oder das Video, ist ja egal, gebt ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr die Videos auch nicht. Und ja. Und dann sehen wir uns. Und es gibt auch noch andere Videos, da könnt ihr da auch noch vorbeigucken, wenn ihr lustig seid und Laune und so. Ihr versteht schon, ne? Und wie gesagt, und Kommentare könnt ihr auch da lassen. Natürlich, Kommentare könnt ihr da lassen. Habe ich nichts gegen. So, jetzt aber Schluss für heute. Aus, Ende, Sense hier. Bis dann, euer Schröti. Ciao.